Ja, genau, hier kommt dann schon die Schlussdecke hin. Und zwar so breit wie der Turm. So, dann mache ich da sowas noch wie ein Ausguck hin, quasi. Ausguck. Also quasi so sowas wie ein Aussichtsturm einfach. Mal. Da muss noch ein Steinchen hin. So. Ganz vorsichtig. Ich will da bloß nicht runterfallen hier. Oh, fuck. Genau, hier sollte man da möglichst noch hochkommen. Das heißt, ich mach ganz einfach. Treppe habe ich keins mehr, verdammt. Egal, hier kommt nachher noch eine Treppe hin. Hier nur ein Zaun natürlich. Der wird dann auch hier. Nein. Hier drüber gehen. Hier ist sowieso Wand, also egal. So, ah ja, stimmt, den Aussichtsturm wollte ich noch ein bisschen, vielleicht noch eins höher mit anderem Boden, vielleicht mit Holz oder so. Ja, das machen wir. Oh ja, lass mal wieder Treppen. Okay, dann will ich jetzt erstmal runtergehen, Treppen machen. Und lass mal den Besucher hereinlassen. Ja, genau, Treppen. Wie blöd. So. So, hier noch Treppen. Dann habe ich jetzt erstmal wieder ein paar Treppen. Oh, Steine sind auch bald fertig. Oh, du Arschloch, du Dreckiges. Oh, fuck. Nein, okay. Ich habe nicht alle gekriegt, egal. Zack. Auf jeden Fall sind jetzt mal die Steine fertig, sauber. Zack. So. Boah, der Turm ist ja schon relativ groß geworden, muss ich sagen. Also dann kommen jetzt hier erstmal die Steine hin, also die Treppen so. Und dann kann man eigentlich direkt hier noch die Treppen hinmachen. Wobei andererseits können wir von hier unten eigentlich einfach auch die Decke eins runtersetzen. Aber dann müsste ich es halt überall eins runtersetzen. Das wäre halt auch ein bisschen blöd. Aber egal, jetzt erstmal hier zumachen. Beziehungsweise ja, zu muss man ja gar nicht machen. Hier kann man schon. Obwohl, ja, wir machen eh einen Ausguck hier oben hin, also von daher lassen wir es erstmal so. Dann wird der auch zwei breiter als die anderen Türme bisher. Weil soll ich das Holz nehmen oder soll ich doch wieder mal wieder das dunkle Holz da benutzen? Für den Aussichtsturm. Warte, ich mach mal die Augen zu und stelle mir den jetzt mal vor. Schwere Entscheidung. Doch, ich nehme das Schwarzholz, glaube ich. Also das Fichtenholz. Nur weil es schwarz ist. So, dann renne ich mal ganz fix runter ins Lager und hole den ganzen Scheiß. Oh. Boah, wird mir behindert im Kopf, wenn man den ganzen Turm runter rennt. Vor allem, wenn man sprintet. So, Holz ist oben. So, dann holen wir uns den Scheiß jetzt mal runter. Tue ich das Holz erstmal wieder hoch.
So. So, boah, ist mir schwindelig. Ja gut, dann können die Zäune hier eigentlich auch wieder weg. Und hier die erste Schicht erstmal dieses dunkle Holz, wie gesagt. Ich glaube, bei Minecraft habe ich echt die längsten Aufnahmen eigentlich immer. Also die dauern meist richtig ewig. Jetzt hier wieder auch fast 2 Stunden. Das ist natürlich schon richtig krass. So, und so will ich es jetzt einmal ringsrum führen. Nein, oh. Ich glaube, das Fichtenholz geht dann auch so langsam zur Neige. Meine ganzen Ressourcen wieder verbaut. Sodass ich neue holen muss. Nein, ernsthaft? Jetzt habe ich mich auch noch... Na gut, so tragisch ist es nicht, dass... Den Holzklotz kriege ich auf jeden Fall wieder. Boah, jetzt dachte ich schon, der fällt da noch runter und der ist für immer weg. Na, jetzt habe ich keins mehr und ich habe wahrscheinlich auch keine... Ach, verdammt. Also gut, egal. Erstmal hier die Zäune hin, die werde ich auf jeden Fall trotzdem hinmachen. Ja, Treppen von dem habe ich. Ja, also so. Und dann, ja, kommen wir mal hier auch noch überall Treppen hin. Zäune. Bis auf hier den, der ist eins zu viel, der kommt wieder weg. Und dann brauche ich nochmal, Fichtenholz. Obwohl, eigentlich, die Wand geht mir hier auf. Ein Sack, die kann ich eigentlich auch mal zubauen. Eine gute Frage ist, was ich hier damit mache. Uff! Sieht irgendwie komisch aus, so voll riesig so eine Schneise, aber ich lasse es erstmal drin. Bau hier erstmal die Wand zu. Aber nee, das brauche ich nicht so hoch. Jetzt habe ich wieder eine Idee gekriegt. Irgendwie hier das Zubau. Und dann, ihr habt richtig geraten, erstmal wieder runter gehen muss, Zäune machen. Und dann wird da auch so ein kleines Balkönchen gemacht, nach draußen hin aber. Das wird voll putzig aussehen in dem Riesenturm. So, man merkt vielleicht gerade, ich bin wieder voll in meinem Element und bin voll am Bauen. Boah, ich habe noch Fichtenholz sauber. Oh, wie geil ist das denn? Sehr nice. Jetzt kommt erstmal wieder so Mob-Zeugs da rein. Habe ich hier fast nichts, egal. Gibt wieder ein Stack sauber. Sehr schön. Ah ja, Zäune mache ich mir jetzt. Übrigens, Minecraft nehme ich im Übrigen mal richtig krass im Voraus auf. Also, wenn ich mich mal an irgendwas nicht erinnere oder so, bitte nicht böse sein. Es liegt daran, dass die Aufnahme, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich schon mindestens eine halbe Woche oder eine Woche her ist. Das ist halt so. Dafür kann ich auch jedes Mal Videos machen und hänge nicht immer irgendwo fest. Dass ich irgendwann mal sagen muss, hey, tut mir leid, aber ich habe jetzt gar keine Videos mehr. Beispielsweise. Also mache ich hier erstmal Fackeln hin.
Und hier zu. So. Zum Glück habe ich hier noch Holz. Oh. Ich will da bloß nicht runterfallen, wenn ich jetzt wieder sterbe, wäre blöd. Ich meine, 24 Level ist jetzt nicht so überragend, aber es ist schon nicht schlecht und ich brauche noch mehr Zäune. Einmal ringsrum schaffe ich nie im Leben. Ja, komm, gut, wir fangen. Oh, halt, da fällt mir gerade ein. Verdammt. Die äußere Schicht hätte eigentlich Treppen sein sollen. Scheiße. Oh, nö. Ja gut, nee, komm, ich baue jetzt alles ab, dann gehe ich nachher gleich unten einmal ringsrum ums Haus rum und sammle alle kurz auf. Also alle Holzklötze jetzt. So. Also ich glaube, das Haus wird doch gar nicht mal so schlecht aussehen. Also gib mir noch 2-3 Wochen Zeit, um hier wirklich noch richtig anzufangen zu bauen. Ja, ich habe es. Ah gut, okay. Gut, ich wusste es. Ups, ich wusste es nicht, ob ich die Schicht hier schon weg hatte. Aber offenbar nicht. Jetzt gucke ich erstmal runter, wo das überhaupt gelandet ist. Eins auf dem Balkon. Ansonsten wahrscheinlich einfach da unten. Und hier unten. Okay, da kann ich direkt mal hinspringen. Da ist auch was gelandet. Und hier ist einiges gelandet. Sauber. Da unten auch wieder ganz viel. Und dann halt noch ringsrum ums Haus, vermute ich mal. Ja, hier. Oh, da liegt auch noch einer. So, geile Buschmusik, Buschmannmusik. So, dann werde ich jetzt die Schafe aber nochmal scheren. Pissig. Ich weiß noch, wie man früher auch mit Kakaobohnen hat geizen müssen. Das war richtig krass. Die hat man nur in Höhlen gefunden und dann waren es auch nur 2 Stück oder so. Boah, das war ein Gepisse die ganze Zeit. Übrigens, meine Angepisstheit von vorher über die ganzen scheiß Mobs ist übrigens schon lange wieder verflogen. Ich halte mich ab jetzt fern von denen. Bisher war es immer so, cool Mobs, komm mal Level farmen. Ne, mach ich jetzt nicht mehr. Jetzt gehe ich denen aus dem Weg und baue einfach bloß noch. So. So, was wollte ich denn jetzt? Aua, scheiße. Na egal, gehen wir erstmal hoch. So. Das war's. Und dann brauche ich Treppen. Scheiße, Mann. Pass auf, jetzt darf ich gleich wieder alles runterlatschen, um so ein paar Scheißtreppen zu machen. Ganz abrupt. Musikende. So. Nee, aber das mache ich jetzt mal nicht so. Ich mache mir einfach so noch eine zweite Workbench und mache jetzt einfach so die Treppe.